Ich arbeite mit dem Zellettstudio. Ich habe hier so eine kleine Pyramidenbox gemacht, ohne Kleben. Die wird hier nur so zusammengemacht. Das hier wird nur nach innen geklebt. Ich sage dann, hier das Schleifenband, hier rein, hier wieder raus, dahinter wieder rein und hier auch wieder raus. Ich zeige mal, wie ich diese erstellt habe. Ist ganz einfach zu machen. Ich zeige das jetzt mal. Zuerst mal male ich einen Kreis. Größe kann man machen, wie man möchte. Jetzt gehe ich hin, die Punktebearbeitung. Ich löse jetzt alle Punkte. Pfad aufheben, verknüpften Pfad lösen. So. Weg damit, weg damit und jeder hier weg damit. So. Jetzt habe ich hier eins über. Das, was hier unten so in der Ecke ist. Jetzt gehe ich hier hin, spiegeln, nach rechts und nach unten. Hier kann ich jetzt verknüpften Pfad erstellen. Wenn ich möchte, kann ich auch die Punkte hier zumachen. Muss nicht, kann man aber. So, und jetzt ziehe ich ein Viereck, ein quadratisches Viereck, in der Größe, wie ich das möchte. So wie groß das jetzt ist. Ich mache das jetzt mal in der Größe. Ich mache hier die Sperre. Mache ich jetzt auf 6 cm. Die Größe jetzt. Und das hier macht jetzt auch auf 6 cm. So, und das jetzt mittig. Das ist jetzt alles, ist hat jetzt eben Falzlinie. Das wird jetzt eben blau gemacht. Ich mache die Falzlinie immer blau. So. Jetzt gehe ich hin und mache das hier ab nach oben durch das Duplizieren. Ich ziehe das jetzt eben klein, so dass es eben hier so circa 5 bis 8 mm, je nachdem wie groß die Schachtel ist. So, und jetzt gehe ich hin. Da ich ja jetzt hier 6 cm habe, brauche ich das jetzt für 3 cm. Das ist also praktisch nur ja die Hälfte. Die Weite 3 cm. So, in der Punktebearbeitung mache ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Auf hier die Seite hier auch. So, Doppelklick, hier, Pfad aufheben, verknüpfen, Pfad lösen. Und hier, das weg. Das kommt jetzt, mache ich jetzt linksbündig. Das gehe ich jetzt hin, hier wieder nach rechts. Ich erstelle jetzt hier einen verknüpften Pfad und verbinde das jetzt. Jetzt gehe ich hin, dupliziere das nach unten, mache jetzt hier, dass das unten bündig wird und das hier jetzt nochmal nach unten duplizieren. Das hier kann jetzt weg. Jetzt gehe ich hin, die zwei Teile hier durchgruppieren. Und jetzt gehe ich hier Kopien drehen, eine Kopie drehen, da es ja gleich groß ist. Und jetzt kann ich alle vier verknüpften Pfad erstellen. Und die verwende ich jetzt. So, das hier sind jetzt Falzlinien. Das hier ist auch Falzlinie. Verknüpfenpfad erstellen. Jetzt wäre die Schachtel soweit fertig. Nur gruppieren erstmal. Ich mache jetzt erstmal um 45 Grad drehen. So, damit ich das hier eben oben habe. Jetzt mache ich einen kleinen Kreis. Ist je nachdem, wie groß das ist. Ich mache das meistens so 3 mm. Aber da das hier ja jetzt eine ganz kleine ist. Die kann ich ja immer größer ziehen. Mach die hier hin.
Mach die dann eben auch zentriert, dass sie genau mittig ist. Ich dupliziere die aber auch. Duplizieren. Und gehe aber auch wieder hier hin. Rechtsbündig. Hier tue ich jetzt die Gruppierung erstmal aufheben. Jetzt markiere ich eine davon mit dem äußeren und verknüpften Pfad erstellen. Und das tue ich jetzt vertikal wenden. So ist das jetzt. Jetzt ist das der gleiche Zeug. Hier tue ich nochmal den verknüpften Pfad lösen. Ich tue jetzt beide markieren, gruppieren, verknüpften Pfad. Und die tue ich jetzt auch einmal kopieren, drehen. Und das kann ich jetzt auch wieder alles hier mit dem roten verknüpften Pfad erstellen. Das ab in den Hintergrund. Und jetzt kann ich das gruppieren. Ich färbe das jetzt nur mal etwas ein. Warum geht, sieht man das jetzt nicht? Und zwar, ich mache nochmal die Farbe raus. Nochmal Gruppierung aufheben. Von diesem Teil hier. Das ist ja auch alles verbunden. Ich zeige das jetzt mal, wenn jetzt gruppieren. Ich färbe das nochmal erstellt. Verknüpfen, Pfad lösen. Ab in den Hintergrund. Das auch ab in den Hintergrund. Hier würde ich also von den Innenteilen hier Pfad aufheben. Das jetzt auch wieder in den Hintergrund. Und von dem Teil auch Pfad aufheben. Weil wenn ich das jetzt ganz zumache, wenn ich dieses hier wieder zumache, die Linie, dann wird die wieder ganz eingefärbt. Deswegen sieht man die nicht. Hier wieder Pfad aufheben. So sieht man jetzt, wo hier das hier alles ist. Jetzt kann ich das natürlich wieder gruppieren. So einfach wird das gemacht. Jetzt kann ich das aber auch wieder um 45 Grad drehen. Das tue ich jetzt hier um 45 Grad wieder drehen, dass das wieder gerade ist. Aber wieso ist das jetzt hier nicht richtig? Genau einfach so. Ich hebe jetzt die Gruppierung auf und jetzt muss ich das wieder neu gruppieren. Jetzt kann ich wieder genau sehen, die Größe, wie das jetzt genau ist und so. Und das ist jetzt eben, wie ich das hier so mache. Vielleicht gefällt das.